Schönen Abend, liebe Zuseher. Ich begrüße Sie aus dem Mösle-Stadion hier in Götzis in Vorarlberg. Jedes Jahr kommen die besten Zehnkämpfer der Welt hierher nach Vorarlberg, um gemeinsam am Thron zu rütteln. Am Thron des Königs der Leichtathleten. Denn jener Athlet, der hier in Götzis gewinnt, der kann sich durchaus König der Leichtathleten nennen. Die besten Zehnkämpfer der Welt sind auch in diesem Jahr hierher gekommen, wie etwa Erkinol aus Estland oder die beiden Tschechen Thomas Dvorak und Roman Schäberle. Die haben nur ein Ziel, wollen endlich die 9000-Punkte-Marke im Zehnkampf knacken. Neben den Superstars auch eine Reihe junger Österreicher, die das eine oder andere WM-Limit schaffen wollen bei diesem Wettkampf hier in Vorarlberg. Und was sich getan hat an zwei spannenden Wettkampftagen, das fassen für Sie nun Christopher Ryan und Robert Seger zusammen. Viel Spaß mit der Leichtathletik. So, willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Meeting der Superlative. Das ist Götzis in jedem Jahr. Wenn Konrad Lerch ruft, kommen die Besten der Welt und sie haben hier in Götzis auch immer Weltklasseleistungen geboten. 35 Mal wurden die 8.460 Punkte bereits übertroffen und 179 Mal 8.000 Punkte. Wir sind im 100-Meter-Lauf, dem ersten Bewerb, da sind die Athleten ja noch frisch und da haben wir mit Thomas Deppich den ersten von insgesamt 5 Österreichern und es ist fast 10 Jahre her, seit die Österreicher zuletzt mit 5 Mann am Start waren. Das ist ein großes Talent aus Ried in Oberösterreich, Michael Schnallinger. Für ihn geht es um die Qualifikation für den Europacup. Mit dabei in diesem ersten Lauf Florian Schönbeck ganz links im roten Dress. Ganz innen der Junioren-Weltmeisterschafts-Dritte André Niklaus aus Deutschland mit seinen knapp 19 Jahren der Jüngste. Und der Routinier Eduard Hämäläinen im hellblauen Dress aus Finnland. Er ist ja ein alter Bekannter hier in Götzis, der Mann, der jetzt als Zweiter herausgekommen ist und auch auf der zweiten Bahn von rechts startet. Und Thomas Deppich mit einem erstaunlich guten 100-Meter-Lauf hält hier mit Hämäläinen mit und zeitgleich kommen die beiden ins Ziel. Zeitgleich belegen sie hier Platz 1 in diesem ersten Vorlauf und die Zeit ist durchaus repräsentativ mit 10,99. Alle Zeiten unter 11 Sekunden sind hier im Mehrkampf zum Auftakt. Eine wirklich gute Leistung. Hämäläinen wirft da die Brust noch mit nach vorne und die beiden also ex aequo in 10,99. Eduard Hämäläinen, ein guter Bekannter in Götzis, der hier schon dreimal gewonnen hat und hier schon Weltklasseleistungen geboten hat. 1994 zum Beispiel mit 8.735 Punkten, eine Supermarke. Weiter mit den Österreichern. Im nächsten Lauf über 100 Meter haben wir den jungen Vorarlberger Thomas Walser mit der Nummer 24. Ein großes Talent aus Finnland, Aki Häkkinen mit der Startnummer 12. Ganz innen übrigens der Norweger Benjamin Jensen. Und der zweite Walser ist hier mit Nummer 25, Markus Walser, der jüngere der beiden Vorarlberger Brüder von der LG Montfort. Und das ist der bekannte Ungar Zsolt Kürtesi, auch einer der Top-Mehrkämpfer der Welt seit vielen Jahren. Die beiden Walser-Brüder versuchen ihre persönlichen Bestleistungen hier in Götzis um einiges zu erhöhen, haben sich etwa die 7500 Punkte vorgenommen. Und für den Jüngeren geht es auch um die Qualifikation für die unter 23 Europameisterschaften in Amsterdam. Der Ältere, der Thomas, der in Amsterdam nicht mehr starten kann, möchte gerne beim Europacup dabei sein, beim Europacup in Ried, wo die Österreicher versuchen werden, in die Superdivision aufzusteigen. Und stark läuft hier vorne Markus Walser und er gewinnt diesen Vorlauf mit einer bemerkenswerten Zeit. Und die Zeit, die er hier aufstellt, ist insgesamt sogar die viertbeste Zeit. Und damit hat er hier wirklich schon eine gute Ausgangsposition, hat sich deutlich gesteigert gegenüber seiner bisherigen Bestzeit und ist auf gutem Weg, tatsächlich das Limit für die unter 23 Europameisterschaften zu schaffen. Seine Zeit wird dann noch um eine Hundertstelsekunde verbessert, offizielle Zeit 10,76 und damit gelingt Markus Walser ein toller Auftakt und auch Thomas Walser kann mit 11,03 Sekunden absolut in diesem ersten Bewerb zufrieden sein. Das Wetter ist ausgezeichnet, wunderschön, leichter Rückenwind und die Begeisterung wie immer im Mösle-Stadion nicht zu überbieten. Jon Arnar Magnussen, viele Male hier in Götzis schon am Start, der Isländer hat sehr gut trainiert.
in der Vorbereitung und hofft auf ein ganz gutes Resultat. Die Schweiz mit vielen Verletzten, nur mit Adrian Krebs hier am Start. Alle übrigen Top-Leute der Schweiz wegen Verletzungen nicht mit dabei. Schade eigentlich. Dann Kiel Warners aus den Niederlanden. Der möchte gerne mal den mittlerweile 13 Jahre alten niederländischen Rekord von De Witt verbessern. Aber der steht auf tollen 8.447 Punkten. Und das ist Österreichs momentanes Aushängeschild im Zehnkampf. Klaus Ambrosch, ein Steirer aus Knittelfeld, der für die Union Salzburg startet. Und der schon 10.84 gelaufen ist bei einem Mehrkampfmeeting, allerdings mit Rückenwind, so dass diese Leistung nicht als persönliche Bestmarke gewertet werden kann, aber natürlich in die Wertung kommt bei Mehrkampf. Und dann gibt es noch Luigi Llanos aus Puerto Rico, der ganz links im Bild ist und der eine gute 100-Meter-Zeit auch von unter 11 Sekunden zu Buche stehen hat. Ganz links also Llanos, er ist auch gut herausgekommen, aber auch Klaus Ambrosch läuft hier stark und auch Adrian Krebs ganz innen ist Jonanna Magnusson und es wird relativ knapp hier, relativ knapp. Kiel Warners in der Schlussphase mächtig aufgekommen, hat in der Mitte nahezu zu Llanos noch aufgeschlossen und es war schlussendlich in der Wertung ganz, ganz knapp, eine Hundertstel Sekunde trennte die ersten beiden. Hier noch einmal der Einlauf, Llanos vorne. Und die Zeitlupe bestätigt das Resultat. Er gewinnt diesen Lauf vor Warners und Klaus Ambrosch. Und dieser Klaus Ambrosch läuft auch unter 11 Sekunden. Und diesmal nur mit geringem Rückenwind. Also auch für ihn ein sehr guter Beginn. Er möchte ja das Limit für die Weltmeisterschaften in Edmonton schaffen. Das steht auf 8.070 Punkten. Raul Duani aus Kuba im Lauf der Stärksten. Mit dabei in diesem Lauf Lev Lobodin auf Bahn 5, Roman Scheberle auf Bahn 4, Erkinol auf Bahn 3, Thomas Dvorak auf Bahn 2 und auf Bahn 1 Attila Siwotski. Das ist Erkinol, der erstmals im Jahr 1995 nach Götzis gekommen ist und damals gleich 8.575 Punkte aufgestellt hat. Und rechts von ihm der Mann, der den Mösle-Rekord hält, 8.900 Punkte. Weltrekordinhaber Thomas Dvorak mit 8.994 hat er vor zwei Jahren in Prag den Weltrekord aufgestellt. Und im Vorjahr mit 8.900 die beste je in Götzis erzielte Marke und die zweitbeste je auf der Welt erreichte Marke. Und Roman Scheberle, der Dritte von links, ebenfalls aus der Tschechischen Republik, ist heuer in Topform, bestätigt jedenfalls Thomas Dvorak. Nach drei Fehlstarts hat es beim vierten Versuch endlich geklappt. Scheberle ist ein bisschen sitzen geblieben, braucht Zeit, um auf Touren zu kommen. Aber nach 80 Metern ist er vorne und gewinnt diesen Lauf vor Lev Lobodin. Aber es war sogar noch ein bisschen mehr drinnen als die offizielle Zeit, dann die auf 10,64 noch abgerundet wird. Denn drei Fehlstarts veranlassen einen halt dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger beim Start zu sein, um kein Risiko einzugehen. Aber der Auftakt für ihn ist gut. Damit verbessert er seine bisherige Bestmarke zwar nicht, stellt sie aber ein. Im Vorjahr begann er mit 10,64 und auch in diesem Jahr mit 10,64. Er mit der Nummer 3, Roman Scheberle. Und sehr gut begonnen hat diesen Mehrkampf der Russe, der 32-jährige Lev Lobodin mit 10,66. Das ist neue offizielle persönliche Bestleistung für Lev Lobodin. Und das Ergebnis. Der Cheftrainer der Österreich ist bei mir, Sepp Schmiedl. Sepp, was kann man erwarten von zumindest zahlmäßig gut vertretenen Österreichern? Naja, dass sie jetzt einmal einen guten Auftakt haben bei den 100 Metern, dass ein bisschen der Wind noch dreht und ein bisschen mehr Rückenwind kommt und dass alle im Bereich von ihren 100-Meter-Bestleistungen einmal laufen. Es geht ja für den einen oder anderen auch um gute Punkte, es geht um das eine oder andere Limit. Um was genau? Also beim Teppich Thomas und Klaus Ambrosch geht es um das WM-Limit von 8.070 Punkten. Dann beim Schnallinger Michael um 7.400 Punkte, das ist das Limit für die U23-Europameisterschaft. Letztes Jahr hat er schon 7.600 Punkte da in Götzis gemacht, sollte eigentlich hinhauen. Und bei den zwei Walser-Brüdern geht es einfach darum, dass sie sich vielleicht als vierter Mann für den Europacup qualifizieren. Diese Limitforderungen bedeuten, dass die jungen Herren Spitzenleistungen, persönliche Spitzenleistungen erbringen müssen. Wie sieht es aus, wie sind sie drauf, wie haben sie sich vorbereitet? Also sind alle fünf fit und sehr gut drauf. Also ich glaube schon, dass man was erwarten kann.
Wen schätzen Sie am besten ein? Auf wen soll man vielleicht besonders achten? Wer kann überraschen? Ja, ich hoffe, dass alle überraschen, aber sehr gute Vorleistungen hat der Klaus Hambusch gebracht. Ebenfalls der Thomas Deppich, der was letzte Woche noch Bestzeit über 200 Meter gelaufen ist. Und, aber sie müssen beide einen ausgeglichenen Zehnkampf machen, dann schaut es gut aus. Also ich will nicht von österreichischen Rekord sprechen, aber zumindest vielleicht beim Klaus eine Verbesserung in Richtung 8200 Punkte so in dem Bereich. Schauen wir ganz kurz an die Spitze. Viele erwarten einen Dreikampf um den Sieg. Schäberle, Noel, Dvorak und vielleicht sogar den Angriff auf diese magischen 9000 Punkte. Wie schätzen Sie die Situation ein? Gerade auch, wo ja mit RG0, glaube ich, ein ganz guter Kontakt besteht. Ja, ich meine, bei den 9000 Punkten, da muss schon sehr viel hinhauen. Es ist jetzt egal, bei wem. Man hat es beim Dvorak letztes gesehen, was am ersten Tag super unterwegs war und am zweiten Tag eigentlich auch gut unterwegs war. Aber da muss einfach alles passen. Muss fast jedes Mal an die Bestleistung rankommen und es wird extrem schwierig. Also am höchsten einschätzen du im Moment von den Vorleistungen her in Schäberle. Der ist letzte Woche 8 Meter weit gesprungen und Bestzeit über die Hürden gelaufen. Also ich glaube, der hat vielleicht die größte Chance, dass er die Barriere. Es ist wunderbares Ausflugs-Badewetter an diesem Wochenende. Wie schwer ist das, wenn so herrliche Wetter, so warme Wetterbedingungen herrschen für die Athleten, für Zehnkämpfer? Ist auf jeden Fall besser als wie kaltes Wetter oder regnerisches Wetter. Und an und für sich, wenn man genug trinkt, ist es eigentlich optimal. Weil für die Muskulatur bleibt die ganze Zeit warm und ist sicher leistungssteigernd. Ja, einige Liter Flüssigkeitszufuhr sind natürlich an 2 Tagen unbedingt notwendig. Aber am Beginn eines Wettkampftages sind sie ja noch frisch, die Athleten. 2. Bewerb, der Weitsprung. Wir haben es gerade gehört vom österreichischen Bundestrainer. In der letzten Woche 8 Meter erreicht. Direkt ein Spezialist auch im Weitsprung. Und gleich zum Auftakt ein guter Satz an die 8 Meter heran. Roman Schäberle, der Modellathlet aus der Tschechischen Republik. Mit 26 Jahren, gerade im richtigen Mehrkämpferalter, schenkt da noch einige Zentimeter her, hat also hier allein den 8-Meter-Sprung schon beim Absprung liegen lassen, kann aber mit den 7,97 Metern gleich einmal mächtig zufrieden sein. Damit übernimmt er gleich die Führung im Weitsprung. Und damit ist klar, dass er von der Spitze weg diesen Zehnkampf dominieren will. Markus Walser auf der 2. Anlage. Auch mit einem für seine Begriffe guten Sprung darf man jetzt nicht vergleichen mit einem Spezialisten wie Schäberle. 6,83 Meter lassen sich aber immerhin sehen. Dann haben wir den nächsten mit der Nummer 24, Thomas Walser. Etwa gleich weit wie sein Bruder gesprungen. 6,81 Meter seine Marke. Vergleichen wir ihn mit seinen normalen Leistungen, da bleibt er nur minimal zurück. Er hält den Stadionrekord hier. Gleich 1995, als er damals noch als förmlich unbeschriebenes Blatt hier nach Götzis gekommen ist, flog er auf 8 Meter und 10 Zentimeter. Soweit ist er seither zwar nie mehr im Weitsprung gekommen, aber dieser Erkinol in der Zwischenzeit, Olympiasieger von Sydney, scheint zufrieden. Kann auch sein, denn 7,80 Meter in einem Mehrkampf sind schon eine ganz fantastische Weitsprungmarke. Es ist, wenn Sie so wollen, auch eine Revanche für die Olympischen Spiele für Sydney. Noel, Dvorak, Schäberle, Sie haben damals neben dem Bronzemedaillengewinner Chris Huffins die Geschichte der Zehnkampfentscheidungen in Sydney geschrieben. Hier haben wir Patrick Schnallinger. Ja, der Weitsprung ist für ihn nicht unbedingt seine Paradedisziplin. Hätte eigentlich von der körperlichen Statur her durchaus Voraussetzungen, auch an die 6,80 Meter heranzuspringen. Aber muss sich mit 6,57 Meter begnügen. Patrick Schnallinger, seine persönliche Bestmarke steht nämlich doch auf einiges mehr. Also da haben wir jetzt Roman Schäberle in seinem 2. Versuch. Und den genießen wir in vollen Zügen aus der Zeitlupe raus. Ein weiter mächtiger Satz über die 8 Meter hinaus. Und 8 Meter 11 Zentimeter. Da könnte er in jedem Weitsprungbewerb absolut mitmachen. Und er stellt Stadionrekord auf. Er übertrifft die 6 Jahre alte Bestmarke von Erkinol um genau einen Zentimeter. Und damit baut er die Führung im Zehnkampf
deutlich aus und ist tatsächlich schon nach zwei Disziplinen auf Weltrekordkurs. Im Moment sogar von den ersten beiden Bedingungen her unter der Weltrekordmarke von Dvořák. Hat schon Vorsprung auf die Bestmarke. Klaus Ambrosch. So um 7,40, 7,50 kann er unter optimalen Bedingungen springen. Und die 7,39 Meter sind für ihn auch eine gute Marke. Und er trifft haargenau den Balken. Schenkt also nichts her, aber hat auch Glück, dass er da nicht übertreten hat. 7,39, respektabel, auch er nach zwei Bewerben. Auf dem Weg zu einer vielleicht neuen persönlichen Bestmarke. Klaus Ambrosch. Im Vorjahr ja mit 8.113 Punkten der beste Österreicher. Das ist seine Bestmarke. 7.33 und 7.39 seine beiden Sprünge, die er geschafft hat. Jetzt Thomas Deppich, von dem wir ja schon einen guten Lauf über 100 Meter gesehen haben. Thomas Deppich ist schon 7,40 Meter weit gesprungen, also im Bereich von Klaus Ambrosch. War mit dem Anlauf nicht wirklich ganz zurechtgekommen, aber über 7 Meter ging auch der Sprung. 7 Meter und 11 Zentimeter für Thomas Deppich. Da verliert er gegenüber Ambrosch jetzt doch ein paar Punkte. Er hat ja eine persönliche Bestleistung von 8.039 Punkten. Er muss sich in jedem Fall steigern, um das Limit für Edmonton zu erreichen. Das steht auf 8.070 Punkte. Also da braucht er in jedem Fall 41 Punkte mehr. Da muss er in seinen Einzeldisziplinen natürlich überall ein wenig zusetzen. Lev Lobodin, der 32-jährige Russe, der schon 15 Mal über 8.000 und einmal über 8.500 Punkte gekommen ist, setzt hier auch einen sehr guten Sprung sozusagen in die Grube, nahe an seine Bestmarke ran. Die steht auf 7,42. 7,32 für Lev Lobodin im zweiten Bewerb. Nach den guten 100 Metern bleibt auch er auf Kurs für eine neue persönliche Bestmarke. Und Irina Gelova darf sich freuen im zweiten Anlauf jetzt über die 1,73. Lev Lobodin. Und dann der Weltmeister, Doppelweltmeister, hat ja die letzten beiden 10 Kämpfe bei den Weltmeisterschaften 1997 und 1999 gewonnen. In Sydney nur Sechster geworden. Im Vorjahr in Götzis 8.900 Punkte und 8.994 die Weltrekordmarke. Der hat vor zwei Jahren aufgestellt und hätte meiner zugerufen auf der Ziellinie, hat er später gesagt, lauf ein bisschen schneller, du kannst die 9.000 Punkte schaffen. Dann hätte er das locker geschafft. Aber so hat er um 6 Punkte damals die Chance vergeben, der erste Mann über 9.000 Punkte zu sein. Und hier ein guter, ein weiter Sprung. Er ist ja auch einer, der schon die 8 Meter erreicht hat, dieser Thomas Dvořák. Vergessen wir nicht, in Götzis im Vorjahr 8 Meter und 3 Zentimeter, 7,69 Meter am ersten Tag im Weitsprung für ihn. Auch gut den Balken getroffen. Nicht so weit wie im Vorjahr, ist auch nicht in der gleich starken Form, will auch anders aufbauen im Hinblick auf die Weltmeisterschaften, war im Vorjahr zu früh in Bestform. Chevalier führt bereits deutlich um knapp 100 Punkte vor Null und Dvořák. Ambrosch ist Siebenter. Im Zehnkampf ist auch so etwas wie Maskenball, ständig umziehen, neue Wettkampfkleidung, Spezialkleidung für die diversesten Disziplinen. Und wie gesagt, das nächste, das auf dem Programm steht, ist das Kugelstoßen. Bei mir ist Thomas Deppich. Thomas, zwei Bewerbe sind vorbei. Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Sind Sie zufrieden mit Ihren bisher gezeigten Leistungen? Ja, ich würde sagen, es ist einmal alles noch im Rahmen. Der 100-Meter-Lauf war gut, besser als bei meinem besten Zehnkampf. Und im Weitsprung bin ich leider nicht ganz an die Leistung herangekommen. Aber wie gesagt, alles noch im Rahmen. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht beim Kugelstoßen. Was beim 100-Meter-Lauf sehr hilfreich ist, ist der Rückenwind. Beim Weitsprung ist das nicht unbedingt hilfreich oder optimal. Wie sind Sie damit umgegangen? Phasenweise leichter Wind von hinten, glaube ich. Ja, das Problem ist, dass der Wind nicht konstant war. Er hat immer gedreht, manchmal Gegenwind, manchmal Rückenwind. Da ist es recht schwer, das Brett zu treffen. Aber ich habe eigentlich Glück gehabt mit zwei gültigen Versuchen. Und Klaus Ambrosch, jetzt alles am Mann, die richtigen Schuhe, die richtige Ausrüstung, die richtigen Gegenstände fürs Kugelstoßen. Ja, ich habe jetzt meine Schuhe im Warm-up-Raum vergessen. Ich habe mir noch schnell geholt und jetzt geht es dann weiter mit dem Einstoßen. Es war Weitspringen, der letzte Wettkampf, ich glaube 7,39 an sich sehr, sehr gut für Sie. Aber die Landung war nicht optimal bei diesem Schuh, mit linken Fuß nicht wirklich optimal gelandet. Ja, das habe ich auch auf der Videowand und bei der Einstichstelle halt gesehen. Ich weiß nicht, warum ich den linken Fuß hängen habe lassen. Passiert mir normalerweise nicht. War ganz mistig. Schade. Ja, aber ich bin sehr zufrieden mit der Weite. Ich liege ganz gut im Plan. Die ersten zwei Disziplinen
waren annähernd dieselben Leistungen wie letztes Jahr und jetzt kommen dann die Disziplinen, wo ich noch Punkte rausholen kann. Setzt er sich. Zum Beispiel mit der Kugel. Lev Lobodin. Er ist einer der besten Kugelstoßer unter den Mehrkämpfern. Und der geht weit. Der geht weit hinaus, über die 15 Meter, an die 16 Meter heran. Und dieser Lev Lobodin hat eine Bestmarke von 15,67 und die wird er überboten haben mit diesem ausgezeichneten Stoß. Lev Lobodin ganz knapp an die 16 Meter ran, 15 Meter und 93, das ist für ihn erstens eine neue, deutliche persönliche Bestleistung. Zum Zweiten viele Punkte, die er jetzt im Kugelstoßen gut machen kann. Klaus Ambrosch. Ja, kann sich auch durchaus zufrieden geben mit dieser Leistung. Auch Klaus Ambrosch hat da eine starke Leistung gezeigt. Auch nahe an seine beste Leistung herangekommen. Man muss ja da immer vorsichtig sein. In Einzelwettkämpfen geht schon dann hin und wieder mal eine bessere Leistung als wie in einem Mehrkampf. Mit 14,71 bleibt er weiterhin sozusagen im Plan. So, jetzt Roman Schäberle. Nur 15,19 bei seinem bisher besten Mehrkampf. Aber er ist in einer derartig guten Form, dass ihm eine Verbesserung zuzutrauen ist. Und wieder über 15 Meter und über die 15,19 in jedem Fall hinaus. Da hat er ein paar Zentimeter gegenüber dem Vorjahr wieder dazu gewonnen. Und zwar 15,33 die offizielle Weite. Das heißt, 14 Zentimeter dazu gewonnen und wieder eine Verbesserung. Das heißt, 100 Meter in gleicher Zeit wie im Vorjahr und dann Steigerung in den nächsten beiden Bewerben gegenüber dem Vorjahr. Bleibt weiterhin auf Rekordkurs. Eduard Hemmeler innen, einer der besten Kugelstoßer. 16,05 hat er bereits geschafft in vergangenen Jahren, aber Eduard Hemmeler innen ist nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren, aber immer noch ein guter Kugelstoßer und seine 15,67, die er für diesen Stoß jetzt zu Buche geschrieben bekommt, die können sich auch durchaus zeigen lassen. Thomas Dvorak, 16,78 Meter im Vorjahr, an die 17 Meter ran, mit perfekter Technik. Die Technik noch immer gut, aber die Weite nicht mehr so wie im letzten Jahr. Und mit 15,83 Zweitbester im Kugelstoßen, der Beste, Lev Lobodin aus Russland mit 15,93 vor Dvorak, 15,83 und wie gesagt, Schäberle. Neuerliche Verbesserung und das wirkt sich entsprechend aus. Er ist mittlerweile schon 121 Punkte voran und Klaus Ambrosch ist immer noch Siebenter. Der Wechsel zum nächsten Bewerb, zum Hochsprung. Schnallinger mit einem geglückten Versuch, schon über die Höhe von 1,97 Meter. Aber er ist ein guter Hochspringer, hat im Laufe seiner Karriere auch schon 2,08 Meter geschafft, nicht in einem Mehrkampf, sondern bei einem Einzelmeeting, aber er hat die 2 Meter normalerweise auf alle Fälle hier drinnen. Wieder Lev Lobodin. 2 Meter sind immer noch eine magische Grenze für Mehrkämpfer und der quert die Latte. Sie wackelt zwar bedenklich, aber sie bleibt oben. Lev Lobodin. Gleich im ersten Versuch über 2 Meter diese Höhe geschafft. Ja, und seine persönliche Bestmarke nun wesentlich besser. Gerade 3 cm drüber. Konstant erst 3 Sprünge und jeweils im ersten Versuch geschafft. Dann Ambrosch. Knapp gescheitert bei 1,97, gesprungene Höhe 1,94. 1,97 wäre für ihn ein neuer persönlicher Rekord gewesen. Auch so kann er zufrieden sein mit den 1,94, die er im zweiten Versuch geschafft hat, dann ohne Probleme. Dann Thomas Teppich. 2 Meter drüber mit Reserven. Mit Reserven über die 2 Meter gekommen. Leider bei 2,03 dann 3 Fehlversuche. Schade, da hat er die 2,3 in jedem Fall drinnen. Schauen Sie, da sind noch einige Zentimeter Platz. Also 2,3 wären bei diesem Versuch möglich gewesen, bei seinen Versuchen dann
nicht mehr, aber immerhin, auch diese Höhe von 2 Metern kann sich durchaus sehen lassen. Und da ist er wieder, der strahlende Held des ersten Tages. Sympathisch, immer gut aufgelegt, fordert das Publikum. Aber das muss man fast nicht auffordern, einzuklatschen. Das geht mit, was immer sich im Mösle-Stadion abspielt. Und die Latte liegt bereits auf 2 Meter und 12 Zentimeter. Roman Schäberle, 2,12 Meter und drüber. Auch er mit ein bisschen Glück, das dazugehört. Schauen Sie, wie die Latte vibriert und wackelt. Aber die weiße Fahne zeigt den gültigen Sprung an. Und Roman Schäberle, der eine persönliche Höchsthöhe von 2,15 Meter zu Buche stehen hat, schafft hier im Meeting 2,12 Meter. Das ist schon enorm viel. Damit auch in der dritten Disziplin Roman Schäberle sozusagen die Zehnkampfwelt auf den Kopf gestellt. Nicht die Dominatoren des Vorjahres sind vorne, sondern er, der Jüngste aus dem Feld der Spitzenathleten. Ist das sein Meeting? Wird das sein Jahr? Im Hochsprung hat aber einen Konkurrenten, der noch höher springen kann. Attila Siwocki aus Ungarn. 2,18 hat der Bursche mit der richtigen Hochspringerstatur schon überquert. Die 2,12 sind für ihn kein Problem, aber höher ging es für ihn dann auch nicht. Bei 2,15 ist er dreimal gescheitert und das bedeutet im Hochsprung Schäberle und Siwocki ex aequo als Disziplinensieger mit 2 und 12 Zentimetern. Und nach 4 Bewerben schauen Sie sich diesen gewaltigen Vorsprung bereits von Schäberle an, vor Dvořák, Lobodin und Nohl. Ja, bei mir Thomas Walser, der sehr, sehr gute 1,94 Meter übersprungen hat, überhaupt einen sehr, sehr guten Wettkampf bis jetzt gezeigt hat, sage ich einmal. Stimmt das? Ja, ich bin mit dem heutigen Tag bisher ganz zufrieden. Im 100er, ja, 11,03 ist okay. Weitsprung 6,81 kommt an meine Bestleistung ran. Kugelstoßen 15,10 habe ich meine Bestleistung um 40 cm verbessert und jetzt im Hochsprung 1,94 die Bestleistung eingestellt. Also Grund zur Freude, bei einigen Konkurrenten treten die ersten Probleme, Beschwerden auf, die ersten überlegen bereits auszusteigen. Wie fühlen Sie sich, wie geht es Ihnen? Ja, ich fühle mich ganz gut. Das Wetter macht mir etwas zu schaffen, es ist ziemlich heiß heute, aber ansonsten körperlich fühle ich mich ganz fit. Das aus für die ersten Athleten traf Magnussen, den Isländer, der nach dem Hochsprung aufgeben musste, sich beim Hochspringen bei 1,94 verletzt hat. Und auch der Kubaner Duane sowie der Schweizer Krebs haben bereits den Wettkampf vorzeitig beendet. 400 Meter, letzter Bewerb am ersten Tag. Klaus Ambrosch, Benjamin Jensen, Thomas Deppich, Michael Schnallinger und Thomas Walser in diesem Lauf. Gleich 4 Österreicher und ein Norweger. Das ist Thomas Deppich in der Mitte mit einer 49,50 Zeit zu Buche stehend in den Rekordlisten. 400 Meter am Ende eines langen, anstrengenden Tages, eine komplette Stadionrunde. Da gehört schon sehr viel Überwindung dazu, nach all den Wehwehchen, die man über die einzelnen Disziplinen schon hinter sich hat, sich jetzt noch einmal zu konzentrieren, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren, um hier an seine Grenzen zu gehen. Ja, zu versuchen, nicht 100, sondern 110% zu schaffen. Ganz innen am Bosch. Es geht also hier für die Österreicher jetzt um eine gute Ausgangsposition nach dem ersten Tag. Vor allem darum, jetzt im 400-Meter-Lauf, wo man relativ viel Punkte gewinnen kann, unter 50 Sekunden, wenn es geht, möglichst deutlich unter 50 Sekunden zu bleiben. Man muss natürlich die Kurvenvorgabe mit einkalkulieren. Der eine oder andere, wie hier zum Beispiel Thomas Walser, ist extrem schnell angegangen. Gut eingeteilt hat sich den Lauf der Norweger Jensen. Aber auch Deppich und Ambrosch halt mit. Jensen ist vorne im grauen Dress. Der Norweger hat sich die Kräfte am besten eingeteilt und kommt hier mit guten 48,78 durch vor Deppich und Ambrosch. Und die Zeiten für Ambrosch und für Deppich sind durchaus bemerkenswert. 49,33
für Ambrosch und für Teppich 49,26 sogar. Beide mit neun persönlichen Bestleistungen in einem Mehrkampf. Also besser kann eigentlich für die beiden ein erster Tag gar nicht zu Ende gehen. Und das bedeutet für Klaus Ambrosch immerhin nach dem ersten Tag hervorragende 4.151 Punkte. Für Thomas Teppich auch über 4.000, nämlich für 4.070 Punkte. Ambrosch deutlich über dem WM-Limit und deutlich über seiner Bestleistung. Und Teppich noch immer mit Chancen, das Limit zu erreichen und damit auch einen neuen persönlichen Rekord. Markus Walser ist der letzte Österreicher, der jetzt über 400 Meter laufen wird, und zwar im zweiten Lauf. Mit ihm Lev Lobodin. Auch einer, der unter 49 laufen kann, kann also auch ein schneller Lauf werden. Aki Häkkinen und Florian Schönböck. Ganz außen also. Markus Walser geht gut an. Lev Lobodin in der Mitte. Innen schon etwas zurückgefallen. Häkkinen und Schönböck. Aber ein bisschen schnell war Markus Walser angegangen. Und Markus Walser wird jetzt bereits von Lev Lobodin eingeholt. Lev Lobodin, der jetzt hier die Kurvenvorgabe von Walser bereits deutlich wettgemacht hat. Aber dieser Markus Walser, der lässt nicht locker. Der zieht jetzt sozusagen mit Lev Lobodin mit. Innen kommt Häkkinen jetzt heran. Und ganz innen Schönböck. Und Lev Lobodin wird jetzt auch etwas müde, aber er wird vorne bleiben. Da kommt noch einmal Walser mit einem tollen Finish, angefeuert vom Vorarlberger Publikum. Und überläuft noch Lev Lobodin. Überläuft noch Lev Lobodin. Und dieser Markus Walser läuft hier sensationelle 48,76. Und das macht nach dem ersten Tag für ihn 3.975 Punkte. Für den ersten Tag eine neue, fantastische Bestmarke für den jungen 21-jährigen Markus Walser hier im Bild. Und Lev Lobodin, der wieder sichere Sieger ausgesehen hat, muss sich noch geschlagen geben und kommt auf eine Zeit von 48,71, 15 Hundertstel hinter Markus Walser zurück. Lauf Nummer 3 mit Thomas Dvorak. Auch ein guter 400-Meter-Läufer, unter 49, versteht sich von selbst. Lanos aus Puerto Rico mit dabei, Kürteschi aus Ungarn und Eduard Hämmerlinen ganz innen im blauen Dress. Also von innen Hämmerlinen, Dvorak, Kürteschi und ganz oben Lanos, der über 100 Meter sehr gut gelaufen ist. Von den Bestmarken her, Dvorak und Kürteschi mit unter 49 Sekunden am stärksten einzuschätzen. Bei Eduard Hämmerlinen weiß man nicht, ob er sich noch einmal überwinden kann, denn an sich hat er es drauf. In der Kurve läuft er jetzt auf zu Dvorak. Da außen haben wir Luigi Lanos. Und auf der Zielgeraden schiebt sich alles zusammen. Eduard Hämmerlinen, da beißt der Dreifachsieger von Götzis noch einmal so richtig die Zähne zusammen und zeigt, was er eigentlich drauf hat. Und läuft 48,03 Sekunden. Eduard Hämmerlinen. Schade, dass er nicht mehr in allen Disziplinen so stark ist. Sonst würde er um den Sieg so mitmischen wie bei seinen drei Erfolgen, die zum Teil aber schon einige Jahre zurückliegen. 93, 94 und zuletzt 97 ist Eduard Hämmerlinen der Sieger im Meeting von Götzis. Übrigens, Österreich hat ja zweimal gewonnen. Sepp Zeilpaar 1977 und Sepp Zeilpaar 1981, damals immerhin mit 8.182 Punkten. So, und jetzt zum letzten Lauf. Jetzt wird es wieder ganz interessant für die Ausgangsposition nach dem ersten Tag, was die Punkte betrifft. Erkinol gegen Roman Schäberle. So lautet natürlich auch über diesem 400-Meter-Lauf das Duell der beiden. Dann haben wir André Nickler aus den jungen Deutschen dabei, Attila Siwotzki und Kiel Warners aus den Niederlanden. Kiel Warners, innen. Dann Schäberle, dann Nol. Dann Niklaus, dann Siwotzki, schnell angegangen, außen Attila Siwotzki, der Ungar, sehr schnell sogar. Jetzt kommt in der Mitte Erkinol, Schäberle etwas zurück, wird innen von Kiel Warners bereits überlaufen. Aber Schäberle ist ein Taktiker, er weiß,
dass 400 Meter eine ganze Stadionrunde erst dann zu Ende ist, wenn man auf der Zielgeraden nicht weit zurückliegt und noch zusetzen kann. Und das macht er jetzt aus der letzten Kurve herauskommend auch wieder ausgezeichnet. In der Mitte Warners vorne, dann Noll und dann Schäberle. Und Schäberle versucht hier voll und ganz mitzuhalten und er schafft das. Im Soge von Noll, an den orientiert er sich. Warners wird überlaufen, Schäberle kommt hier noch an Warners heran und knapp vor der Linie, beinahe noch Warners eingeholt. Erki Noll gewinnt hier mit einer Zeit unter 47 Sekunden. Erki Noll, damit der schnellste Mann über 400 Meter. Aber für Roman Schäberle war dieser 400-Meter-Lauf eine Verbesserung seiner persönlichen Bestmarke um 1,26 Sekunden. Und damit führt er ganz überlegen nach dem ersten Tag vor Erki Noll und Thomas Dvorak. Und die Österreicher, 9. Ambrosch, 10. Teppich und die Walser Brüder auf den Rängen 14 und 15. Ja, ich habe eine persönliche Bestzeit aufgestellt, knapp 2 Zehntel unter meiner bisherigen. Ich habe jetzt dieselbe Ausgangssituation wie im letzten Jahr. Also, ich bin, glaube ich, nur 2 oder 3 Punkte hinter. 13 sind es, wenn wir richtig gerechnet haben, aber im Prinzip also ganz 13. Das war vor dem 400er. Ich bin jetzt schneller gelaufen und habe jetzt 10 Punkte aufgehört und bin, glaube ich, nur 3 Punkte dahinter. Selbe Ausgangssituation wie letztes Jahr. Und ich hoffe, dass ich morgen ähnliche oder vielleicht sogar eine bessere Leistung bringe. Ja, ich glaube, da haben Sie ja, kann man sagen, Reserven, wenn man es positiv ausdrücken will, gegenüber den Leistungen hier am zweiten Tag im vergangenen Jahr. Also es sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ich habe mich im Diskuswurf in dem Jahr schon verbessert. Um knapp 5 Meter gegenüber der Leistung vom letzten Jahr. Und auch im Stabhochsprung bin ich stabiler geworden. Und vielleicht kann ich da meine Bestleistung von 4,90 herankommen. So wie es aussieht, sind Sie auch unter den Top 10 nach dem ersten Tag hier in Götz. Ist das auch das, dass ich es rausbringe, ein hervorragendes Ergebnis? Ich glaube, der Eduard Hemmerleinen hat mich jetzt noch mit einer sehr guten 400-Meter-Zeit überholt. Aber mein starker Tag ist eigentlich der zweite und ich hoffe, dass ich da den einen oder anderen Platz morgen gut machen kann. Gut, danke Klaus, alles Gute. Ja, der Nächste, der hier bereits wartet, Thomas Teppich. Thomas, danke. Ähnliche Fragen an Sie, auch für Sie ist jetzt ganz gut gegangen gegen Ende. Ja, ich habe etwas zu viel Respekt gehabt vor dem 400-Meter-Lauf. Daher leichter Gegenwind, war auf der Gegengeraden. Aber die Zeit ist trotzdem recht gut mit Bestzeit, da kann man immer zufrieden sein, glaube ich. Auch Sie sind im Bereich der Vergleichsmarke, was die persönliche Bestleistung betrifft. Das sind rund 30 Punkte, die Ihnen im Moment fehlen auf die knapp, also auf die 8039 Punkte. Also auch für Sie ein guter Wettkampf? Ja, schlussendlich ist es noch ein recht guter Tag geworden und ich bin sehr, sehr optimistisch für morgen. Das heißt, das Limit, die 8070, die knacken Sie? Ich hoffe schon. Der zweite Tag für die Männer beginnt wieder mit einem Laufbewerb und zwar mit dem Bewerb über 110 Meter Hürden. Thomas Teppich, den wir hier sehen, im Lauf Nummer 1. Mit ihm zusätzlich noch zahlreiche Österreicher, neben Luigi Lanos aus Puerto Rico, nämlich die Brüder Walser und Michael Schnallinger. Es ist sozusagen der Lauf der Österreicher. Vor allem die jungen Walser-Brüder haben sich am ersten Tag wirklich glänzend geschlagen und haben mehr als nur eine Talentprobe von sich gegeben. Bahn 3 bleibt leider frei, denn Aki Häkkinen hat sich am ersten Tag verletzt und kann den Wettbewerb nicht fortsetzen. Lanos, der zweite von links, sehr gut gestartet. Ganz außen wieder Markus Walser, ganz innen Schnallinger und der läuft hervorragend. Und es gewinnt Lanos vor Schnallinger und Markus Walser. Keine schlechten Leistungen von der Zeit her, denn zum Beispiel Markus Walser ist schon 91 Punkte über dem Limit für die unter 23 Europameisterschaften. Also auf gutem Weg, hier nicht nur persönliche Bestleistung aufzustellen, sondern sich auch für die unter 23 Europameisterschaften zu qualifizieren. Bei Thomas Teppich sozusagen die letzte Chance, an das WM-Limit heranzukommen, wenn er einen guten zweiten Tag hat. Und er beginnt mit 15.07, bleibt da also doch über seiner Bestzeit und jetzt wird es schwer für ihn. Denn eine Zehntel über der Bestzeit jetzt auch am Beginn des zweiten Tages. Erki Noll im zweiten Lauf über 110 Meter Hürden. Mit dem Mann aus den Niederlanden, Kiel Warners. Mit der Nummer 17. Talentierter Athlet aus den Niederlanden. Auf Bahn 5. Klaus Ambrosch, der sich bisher glänzend geschlagen hat.
mit dabei André Niklaus, der Jüngste im Feld. Das ist der Läufer ganz links. Innen noch Schönböck im roten Trikot, rote Hose und rot-weißes Leiberl. Und ganz innen Attila Siwocki aus Ungarn. Ja, unter 15 Sekunden sind alle schon gelaufen. Der Start, volle Konzentration und gut geklappt. Gut herausgekommen, Erkinol, gut herausgekommen, aber auch Kiel Warners. Und wie hält sich Ambrosch? Oh ja, gut. Erkinol vorne und Ambrosch kämpft um den zweiten Platz. Vorne Noll, zweiter Warners, dritter Ambrosch. Klaus Ambrosch mit einer Bestzeit von 14,62 im letzten Jahr, ist schneller als im Vorjahr. Und zwar um 600 Sekunden. Und hat damit nach diesem Bewerb Vorsprung auf seine Bestmarke aus dem Vorjahr. Erkinol mit einer ansprechenden Leistung, wie immer, über die 110 Meter Hürden. Nur knapp über seiner Vorjahrszeit, gerade 900 liegt er drüber, Erkinol, der hier eine gute Marke mit 14,46 aufgestellt hat. So, jetzt aber zum Lauf der Schnellsten. Thomas Dvorak auf Bahn 2 mit der Startnummer 1. Benjamin Jensen, der Norweger, ganz innen. Lev Lobodin aus Russland. 13,97 ist er schon gelaufen, also unter 14 Sekunden. Aber da sind sie mit Ausnahme von Kürtesche und Jensen alle, die wir in diesem Lauf sehen. Und damit der Nummer 3, Roman Schäberle, der große Dominator des ersten Tages. Und Konrad Lerch meinte, wenn er eine Zeit von 13,70 laufen kann, dann sind die 9000 Punkte möglich. Der erste Bewerb wird also ein Maßstab sein jetzt. Eduard Hemmelainen ist mit dabei noch und Sold Kürteschi. Hemmelainen im blauen Dress und ganz vorne Sold Kürteschi. Also die 110 Meter, jetzt ein Test im Hinblick auf mögliche 9000 Punkte für Roman Schäberle. Wie hat er die Strapazen des ersten Tages verkraftet? Wie stark ist er jetzt am zweiten Tag in Form? Nach einem Fehlstart klappt der zweite. Wieder ist Schäberle ein bisschen zurückgeblieben beim Start und braucht Zeit, um auf Touren zu kommen. Aber jetzt ist er voll im Rhythmus, voll im Laufrhythmus und läuft auf zum führenden Dvorak und ist vorne. Schäberle. Naja, die 13,70, die Konrad Lerch gerne gesehen hätte, waren es nicht. Da fehlen ihm knapp 2 Zehntelsekunden. Aber, und das ist das Wichtige an dieser Sache für Schäberle, sind die 13,92 eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 700 Sekunden. Und er ist einmal in jedem Fall auf einem Kurs für einen neuen Götzis-Rekord. Die 8.900 Punkte, die Bestmarke in Götzis, die können in jedem Fall fallen. Die 9.000 Punkte, naja, da muss er noch zulegen. Lev Lobodin im Ziel mit 14,22. Dvorak bleibt neben Schäberle, der Einzige unter 14 Sekunden mit 13,99, macht wieder Boden gut. Könnte auch einen tschechischen Doppelerfolg geben. Im Moment die beiden Tschechen voran. Ja, auch der Sonntag beginnt für die Österreicher, vor allem für Klaus Ambrosch, hervorragend. Klaus, 14,56 über die 110 Meter Hürden. Übertreffen Sie Ihre eigenen Erwartungen selbst? Ja, es ist heuer recht gut gelaufen mit den Hürden und ich habe mit einer Zeit in dem Bereich gerechnet. Es ist die schnellste Zeit, die ich in einem Zehnkampf jetzt gelaufen bin und bin sehr zufrieden. Sie sind jetzt 4 Punkte über Ihrer eigenen Rekordmarke nach 6 Disziplinen. Sieht gut aus. Ja, fürs Limit schaut es sehr gut aus, aber ich möchte jetzt in den nächsten Disziplinen nur zeigen, was ich wirklich drauf habe und vielleicht geht es ja sogar Bestleistung aus. Die nächste Disziplin, das Diskuswerfen, erfordert nicht nur ungemein viel Technik, sondern wieder eine komplette Umstellung. Und das ist ja das Schwierige an einem Mehrkampf mit Sprüngen, Würfen und Laufbewerben. Erkinol, nicht unbedingt ein ganz großer Spezialist im Diskus, bleibt aber im Bereich seiner Möglichkeiten. Mit dieser Weite von 43 Metern und 32 Zentimetern vergessen wir nicht, dass er im Vorjahr bei seiner bisher besten Götzis-Marke immerhin nur unwesentlich weiterkam. 44,16. Er ist zufrieden mit dieser Leistung. Roman Schäberle.
Was hat er zu Buche stehen? 47,21. Und er geht weit. Der geht weiter als seine Bestleistung. An 47,50 heran. 47,44. Und neuerlich steigert er sich. Und zwar um 21 cm. Sein erster Versuch kam nur auf 43,50. Aber dann perfekt. Der zweite 47,44. Und weiterhin im Vormarsch, weiterhin gegenüber dem Vorjahr wesentlich Punkte wettgemacht. Dann Dvorak, der heute doch auch, so wie gestern, im Schatten seines Landsmannes steht. Er kommt nicht ganz an die Vorjahrsleistungen heran, aber vielleicht hält sich Dvorak auch etwas zurück, um sein Pulver nicht vorzeitig zu verschießen wie im Vorjahr, wo ein Sydney dann in die Entscheidung nicht eingreifen konnte. Er will ja ein drittes Mal hintereinander Weltmeister in Edmonton bleiben. Mit 46,74 aber eine gute Marke, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass das doch 2 Meter weniger sind als im letzten Jahr, als er die 8.900 Punkte schaffte. 1955 kam übrigens der deutsche Demmel auf 55,14 ein, wie es im Moment aussieht, derzeit uneinholbarer Stadionrekord für mehr Kämpfer hier. Klaus Ambrosch jetzt. Auch ein Knackpunkt, wenn der Diskuswurf daneben geht, die Scheibe flattert ein bisschen, aber er kann trotzdem, er kann zufrieden sein. Er kann zufrieden sein, Ambrosch, denn hier gelingt ihm ein Wurf, mit dem er immerhin an die 40 Meter kommt. Und in einem Mehrkampf 40 Meter sind für ihn schon eine gute Marke. Nicht ganz über die 40 gekommen, aber immerhin mit 39,52. Eine Marke, mit der seine Marschrichtung, Zielrichtung 8070 Punkte und vielleicht neuer Rekord stimmt. Attila Siwotzki hat schon 46,78 zu Buche stehen und kommt jetzt zu seinem dritten und letzten Versuch. Könnte jetzt in Führung gehen und zwar im Diskus werfen. Aber der reißt ihm etwas ab und außerhalb und immens gefährlich. Schauen Sie sich das an, mit welcher Wucht er hier einschlägt. Zum Glück haben aber alle Kampfrichter aufgepasst und es ist nichts passiert. War außerhalb der Absperrung ein ungültiger Wurf jetzt hier genau zur 45 Meter Marke. Etwas die Richtung verpasst. Eine Kameramann läuft zur Seite und der Kampfrichter ist ebenfalls weggesprungen. Zum Glück nichts passiert. Lev Lobodin. Er ist bei den Wurfbewerben erwartungsgemäß immer vorne dabei. War schon der Beste im Kugelstoßen. Schafft er das auch im Diskuswerfen? Lev Lobodin. Gut erwischt. Gute Drehung. Hoch geht die Scheibe hinaus und weit. Weit, weiter als die bisherigen Würfe. Und da applaudiert das sportkundige und fachkundige Publikum dem Russen Lev Lobodin, der ja mit um einen Platz am Podest am Ende dieses Zehnkampfes kämpft. Zeitweise ja auch die Chance auf Platz 2 schon hatte. Und mit diesem Wurf auf 48,53 Meter ist er voll wieder mit dabei. Denn das bringt ihm wieder viel Punkte. Und jetzt noch einmal, Roman Schäberle, kann er sich noch einmal steigern? Hat er schon 47,44 zu Buche stehend, aber bei diesem Publikum, da scheint alles viel leichter zu gehen. Und noch einmal steigert sich Roman Schäberle, und zwar wieder um einige Zentimeter. Und nahe an Lobodin herangekommen, 47,92 Meter. Und das bedeutet, dass Schäberle 123 Punkte bereits über seiner persönlichen Bestleistung liegt und nur 4 Punkte Rückstand hat auf den Weltrekord, von Thomas Dvorak nach 7 Disziplinen. Das wird ein spannender zweiter Tag. Und so steht's nach 7 Disziplinen. Schäberle vor Dvorak, Lobodin und Nol. Klaus Ambrosch, Diskuswerfen wahrscheinlich der Bewerb, wo Sie am ehesten mit einer Verbesserung gerechnet haben. Kann man sagen, oft kommt es anders, als man denkt. Also der Bewegungsablauf hat halt nicht ganz zusammengepasst. Ich habe zu wenig aus den Beinen gemacht, nur probiert, dass ich aus dem Arm wirf. Und da fliegt er halt nicht weiter wie 39,5 Meter. Bundestrainer Sepp Schmiedl hat schon während der Konkurrenz gemeint, Diskuswerfen oft eine Disziplin, wo sich Dramen abspielen, kleine Dramen im Zehnkampf. Warum? Warum liegt es so eng beisammen? Ja, man will halt immer weit werfen
und dann versucht man ersten auf Sicherheit rauszuwerfen. Und das funktioniert halt bei Diskus nicht so. Wenn da zu wenig aus den Beinen kommt, dann fliegt der Diskus halt nicht. Und auf den vergisst man halt am leichtesten. Jetzt stehen noch drei Disziplinen auf dem Programm. Wie schnell kann man da so eine kleine Enttäuschung wegstecken? Wie wichtig ist das, dass man das jetzt auch wegstecken kann? Ja, jetzt muss ich mich aufs Stabhochspringen konzentrieren. Und ja, schauen, dass ich da halt meine Leistung aus dem letzten Jahr erreiche oder vielleicht auch verbessere. Danke, alles Gute. Danke. Wirkt ein wenig enttäuscht, Klaus Ambrosch. Muss aber nicht sein, denn insgesamt stimmt die Marschroute immer noch. Im Stabhochspringen liegt für den jungen Walser die Latte auf einer Höhe von 4,40 Metern. Und die schafft er. Und damit hat er in einem Mehrkampf eine neue Bestleistung bereits geschafft. War über 4 Meter, 4,20, 4,30 und jetzt 4,40 gesprungen. Ist zwar einmal bei einem Meeting schon über 4,50 gekommen, aber noch nie in einem Mehrkampf über 4,40 Meter. Und damit scheint das Limit für die unter 23 Europameisterschaft nach diesem geglückten Stabhochsprung schon nahezu sicher vor dem Sperrwurf und dem 1500-Meter-Lauf. Viel kann ihm nicht mehr passieren, dem 21-Jährigen von der LG Montfort. Kann ein richtiger Lokalmatador in einigen Jahren hier in Götzis werden. Dritter Versuch jetzt über die Höhe von 4,50 Meter für Thomas Deppich. Etwas kritisch, da muss er drüber, will er noch Punkte machen. Da kommt er auch drüber, souverän. 4,50 Meter für Thomas Deppich, der allerdings keinen wirklich guten zweiten Tag bisher hat und gegenüber Ambrosch deutlich zurückfällt. Und die Chance auf 8.000 Punkte, die schwindet langsam für ihn. Und damit auch die Chance auf das Limit für die Weltmeisterschaften. Denn dazu sind für einen, der schon 4,80 überquert ist, 4,50 Meter zwar respektabel, aber nicht gut genug. 4,30, 4,50, die gesprungenen Höhen, dann gescheitert. Ein sehr guter Techniker im Stabhochsprung ist Michael Schnallinger, der ja auch das unter 23 Europameisterschaftslimit drinnen hat und auch in Ried beim Europacup starten könnte. Es kommt darauf an, wofür er sich dann entscheidet. Und da kommt er drüber, über 4,60 Meter. Latte wackelt ein bisschen. Jetzt zittert sie noch immer, aber er braucht sich keine Sorgen machen. Technik zwar noch immer nicht perfekt, aber irgendwie schwindelt er sich hier über die Latte drüber und über die Höhe von 4,60 Meter. Und damit macht er wieder Boden gut. Jetzt aber zu den Top-Leuten. 4,75 im Vorjahr, das war seine beste Marke. Jetzt liegt sie auf 4,80 Meter, Roman Schäferle. Die muss er schaffen, will er weiter auf Weltrekordkurs bleiben. Denn 4,60 gesprungene Höhe wäre zu wenig. Zweiter Versuch, über 4,80 Meter. Roman Schäferle, jetzt heißt es fest Daumen drücken. Nicht nur in Götzis, im Stadion. Und da kommt er souverän drüber. Und das ist eine neue persönliche Bestmarke jetzt für Roman Schäferle. Und damit bleibt der Traum offen, ob wir vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte des Mehrkampfs einen 9.000-Punkte-Rekord im Zehnkampf erleben werden. Roman Schäberle, 4,80 Meter. Thomas Walter jetzt 4,30 Meter, dritter und bester Versuch. Und auch für ihn liegt die Latte auf 4,80 Meter. Klaus Ambrosch. Das wäre natürlich sehr gut für ihn, wenn er das schafft. Jawohl! Und zuvor war er noch so unglücklich beim Interview nach dem Diskuswerfen. Aber jetzt kann er zufrieden sein. Da hat er jetzt wieder mächtigen Vorsprung auf die Marschtabelle, wenn man so will, in Richtung einer neuen persönlichen Bestleistung. 50 Punkte ist er bereits über seiner persönlichen Bestmarke nach 8 Disziplinen. Klaus Ambrosch, entsprechend groß die Freude für diesen tollen Sprung. Und der Mann, der seit Jahren der Stabhochspringer in Götzis dominiert, der im Vorjahr schon über 5,55 Meter gesprungen ist, gewinnt diesmal der Stabhochspringen auch mit der Superleistung für einen Mehrkämpfer mit der Höhe von 5 Metern und
30 Zentimetern. Erki 0. Ganz hervorragend wie immer im Stabhochsprung. Und da macht er natürlich unglaublich viel Punkte gut, die er zuvor im Diskuswerfen verloren hat. Da ist doch einiges drinnen. Mehr ging allerdings nicht in diesem Jahr. Aber die 55, die hat er auch hier wieder einmal angedeutet. Erki 0. Drei Sprünge bis zur Höhe von 5,30, dann bei 5,40 allerdings dreimal gescheitert. Und Shevalev, Lobodin und Null, die Reihung der ersten drei vor den letzten beiden Disziplinen. Es war ein sehr, sehr langer Stabhochsprung-Wettkampf für Klaus Ambrosch. Klaus, 13 Sprünge, glaube ich, am Ende 4,80 Meter. Zufrieden? Ja, bin sehr zufrieden. Das ist jetzt meine zweithöchste Höhe, die ich jemals gesprungen bin. Es ist beim Einspringen schon ganz gut gelaufen und ich bin immer besser reingekommen. Am Schluss habe ich einen extrem harten Stopp für mich genommen. Den habe ich noch nicht ganz unter Kontrolle gehabt. Hat der Wind auch eine Rolle gespielt? Auch einige andere Athleten haben da immer wieder natürlich beobachtet, die Fahnen, die Markierungen. Hat der gestört ein bisschen? Ja, es war nicht so schlimm. Ich muss sowieso immer von hinten schon ziemlich flott weglaufen, damit ich meinen Anlauf reinbringe. Aber mir hat er persönlich nicht so gestört. Nach dem Diskuswerfen, nach dem für Sie enttäuschenden Diskuswerfen, jetzt beim Stabhoch steil bergauf, kann man sagen, Tendenz jetzt wieder steigend vor dem großen Finale, vor den beiden letzten Disziplinen? Ja, jetzt kommen noch zwei starke Disziplinen von mir. Im Speerwerfen habe ich schon über 70 Meter geworfen im letzten Jahr. Habe 68 Meter stehen von meinem besten Zehnkampf und hoffe, dass ich da wieder in den Bereich wirf. Vorletzter Bewerb, noch einmal ein Wurfbewerb vor den kräfteraubenden 1500 Metern. Thomas Walser bei seinem Speerwurfversuch an die 60 Meter. Thomas Walser 59,40 war seine persönliche Bestmarke. Bei einem Mehrkampf ist er überhaupt noch nie über 59 Meter gekommen. Und hier streift er die 60 Meter, 59,97 Meter. Auch hier eine deutliche Verbesserung für den Vorarlberger, für den 23-Jährigen von der LG Montfort. Dann mit 23 Michael Schnallinger. Auch erst 21. Und Michael Schnallinger mit einem guten Wurf über 60 Meter, 61,65 Meter. Persönliche Bestmarke von ihm allerdings schon bei Meetings im Speerwurf an die 65 Meter und einmal drüber 65,20. Das Beste, was er bisher geschafft hat. Im Mehrkampf sind für ihn auch 61,65 ausgezeichnet. Er hat ja schon 7634 Punkte erreicht im letzten Jahr in Götzis. Und das etwa ist die Marke, die auch diesmal erreichen möchte. Die Chance für Thomas Deppich ist vertan, um sich für Edmonton hier zu qualifizieren. Sein Rückstand ist zu groß. Auch mit einem guten Speerwurf kann er das nicht mehr aufholen. Und irgendwo klemmt es aber auch im Speerwurf, kommt nicht richtig in Fahrt. Der Speer bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Einer, der deutlich über 60 Meter schon geworfen hat, muss sich mit 54 Metern 32 begnügen. Damit ist klar, endgültig nach 9 Disziplinen, egal welche Zeit er über 1500 Meter noch laufen kann, das Limit für Montreal diesmal klar verfällt. Er wird auch die 8000 Punkte heute an diesem zweiten Wettkampftag nicht mehr erreichen. Dann Dvořák. Thomas Dvořák im Vorjahr 72 Meter. Und diesmal auch gute 66,66 Meter. Er hat sich ja nach dem ersten Tag bei Dr. Schenk in Schruns am Knie untersuchen lassen, befürchtete eine Knieverletzung, aber die Ärzte gaben grünes Licht für den zweiten Tag und er konnte dann weitermachen und hat in einigen Disziplinen ja ganz hervorragende Leistungen geboten und im Hinblick auf Edmonton sicherlich nicht alles riskiert. 66,66 Meter. Zunächst einmal die Führung in der Disziplin Speerwerfen. Jetzt Klaus Ambrosch. 70 Meter hat er gemeint, hat er schon geschafft, 68 Meter in einem Mehrkampf und an diese Marke ist er herangekommen. An die 68 Meter.
Klaus Ambrosch schafft hier 68 Meter und 15 und bleibt damit nur 2 Meter unter seiner persönlichen Bestmarke bei einem Speerwurf-Meeting und stellt praktisch seine Mehrkampfbestleistung in etwa ein und marschiert weiter deutlich in Richtung neue persönliche Bestleistung. Und das Limit für Edmonton, das ist schon fast sicher. Erki Noll. Meter 10 im Vorjahr. Und ein bisschen steil heruntergekommen, der Speer, aber zufrieden. Erki Noll, der Olympiasieger, wird in Götzis wieder einen absoluten Spitzenplatz belegen. Gewinnen kann er nicht mehr. Dazu ist der Vorsprung von Schäberle nach den 8 Disziplinen viel zu groß. 66 Meter 94 für Erki Noll. Damit übertrifft er Dvořák. Und für ihn Platz 2 im Speerwerfen. Den Platz 1, der gehört diesem Mann, Roman Schäberle. Und genießen Sie diesen Speerwurf, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal fliegt ein Speer von Roman Schäberle über die 70 Meter hinaus, auf 70 Meter und 16 Zentimeter. Und das öffnet sozusagen die Tür zum möglichen Lauf ins nächste Jahrtausend der Zehnkämpfer. Die 9000 Punkte sind möglich geworden durch diesen fantastischen Speerwurf. Denn mit einer Steigerung von 3-4 Sekunden gegenüber seiner bisherigen 1500 Meter Bestzeit kann er als erster Athlet der Welt die 9000 Punkte im abschließenden 1500 Meter Bewerb überbieten. Der Superstar von Götzis 2001, Roman Schäberle. Und vor dem letzten Bewerb der folgende Zwischenstand mit deutlicher Führung von Schäberle und der Hoffnung auf einen neuen Weltrekord. Noll, Dvořák, Lobodin, Kürteschi, die nächsten Siebenter, Klaus Ambrosch. Neun Zehntel sind absolviert, 9 Zehntel auch für Klaus Ambrosch mit sehr, sehr guten 68,15 Meter, auch wenn Sie von 70 vielleicht geträumt haben. Ich glaube, Sie können zufrieden sein mit dem Speerwerfen. Ja, ich bin nur zufrieden, dass ich doch eine 68 geworfen habe. Im ersten Wurf war ich ein bisschen verkrampft, habe zu viel wollen und das ein bisschen in die Hosen gegangen für meine Verhältnisse. Aber ich habe es dann doch noch halbwegs über die Runde gebracht. Ja, und fast hätte es dann sozusagen eine österreichische Sensation gegeben. Fast hätten sie den Speerwurf gewonnen, wenn dann nicht dem Schäberle im letzten Wurf noch dieser sensationelle 70er ausgekommen wäre. Haben Sie da diesbezüglich ein bisschen ein weinendes Auge? Nein, das war ein sehr schöner Wurf vom Roman und ich bin ein fairer Sportler und verkunde das natürlich. So, einmal noch quälen, einmal noch überwinden. Wie geht es Ihnen vor den abschließenden heißen 1500 Metern? Ja, ich fühle mich noch ganz gut. Ich werde jetzt mir ein bisschen in den Schatten legen, mich auslockern lassen und dann nochmal richtig Gas geben. Auch Sie sollten jetzt Daumen drücken, dass Sie miterleben mit uns allen, dass Sportgeschichte heute in Österreich geschrieben wird. Denn wir stehen unmittelbar vor dem Start zum abschließenden 1500 Meter Lauf im Zehnkampf von Götzis. Und es geht um die 9000 Punkte Marke. Noch nie hat ein Athlet der Welt die 9000 Punkte Marke erreicht. 8994, die bisherige Weltrekordmarke von Tomáš Dvořák aus der Tschechischen Republik, aufgestellt beim Europacup im Juli 1999 in Prag. 8900, die beste je in Österreich aufgestellte Marke hier in Götzis im letzten Jahr, ebenfalls von Tomáš Dvořák. Aber der Mann mit der Nummer 3, der hier erwartungsgemäß hinter dem schnellen Ungarn Attila Siwotski läuft, ist der Mann, der Sportgeschichte schreiben kann. Es ist Roman Schäberle, der 26-jährige Tscheche, der einer neuen persönlichen Bestleistung in jedem Fall entgegenläuft. Durchgangszeit für die ersten 300 Meter unter der geschätzten Durchgangszeit von 53 Sekunden. Er war bei etwa 52 durchgelaufen. Hoffentlich gut eingeteilt das Rennen. Dieser Roman Schäberle hat in den
bisherigen 9 Bewerben, die wir gesehen haben, gestern und heute 7 neue persönliche Bestleistungen aufgestellt, einmal seine Bestleistung eingestellt und nur im Hochsprung bei 2,12 Meter seine persönliche Bestleistung um 3 cm verfehlt. Er ist der Mann dieses Meetings, er ist der neue Stern der Zehnkämpfer. Es sind die Könige der Athleten. Und es ist keine Frage, nur ein Mann kann ihn hier zum Weltrekord führen. Das ist der 24-jährige Ungar Attila Siwocki, der schon eine Zeit von 4:23:13 gelaufen ist. Und was braucht dieser Roman Schäberle über 1500 Meter, um hier Weltrekord zu laufen? Für den Weltrekord 4:26:68, für die 9000 Punkte 4:25:93. Es wird immer spannender, meine Damen und Herren. Und er schaut noch gut aus, Roman Schäberle. Er macht noch immer einen guten Eindruck. Aber es sind noch 2 Runden zu laufen. Durchgangszeit jetzt 2:04. Auch das entspricht noch der Marschtabelle. Auch hier ist noch alles in Ordnung. Genau mit 2:04 wollte man hier durchkommen. Und es sieht nach wie vor so aus, als könnte dieser Roman Schäberle heute tatsächlich hier Sportgeschichte schreiben. Und Thomas Dvorak ist in dritter Position. Vorne aber unverändert Siwocki. Da haben wir Dvorak und da haben wir mit der Nummer 21 Klaus Ambrosch, für den es auch noch um eine persönliche Bestleistung und das Limit für die Weltmeisterschaften geht. Aber alle Blicke sind ausschließlich auf den Mann in zweiter Position gerichtet, der irgendwann unter Umständen das Tempo sogar noch verschärfen wird. Man hofft sozusagen mit Führungsmann Siwocki den Mann zu haben, der das Tempo genau dosieren kann. Jetzt muss er langsam ein bisschen zusetzen. Hoffentlich ist nicht er selber zu müde und dass sich Schäberle zu sehr auf ihn verlässt. Mit 4:41:24 stellt er einen neuen Mösle-Rekord auf. Das schafft er sicher. Aber Siwocki wirkt müde. Und Siwocki müsste jetzt etwas zusetzen. Durchgangszeit ein bisschen hinter der Durchgangszeit, die man sich ausgerechnet hat, zurück. Und jetzt liegt es an Roman Schäberle selbst. Er allein kann es noch machen oder nicht. Er hat sich voll verausgabt, 2 Tage lang. Ist selber in Sydney 3:28:30 gelaufen. Müsste also um 3 Sekunden schneller laufen als bei den Olympischen Spielen, wo es um die Silbermedaille für ihn ging, die er dann souverän gewonnen hat. Er kann Siwocki jetzt nicht folgen. Und jetzt läuft natürlich unerbittlich die Uhr und dieser Roman Schäberle, der aber das Rennen sich eingeteilt hat und jetzt noch einmal zusetzen kann für die letzten 200 Meter. Gut gemacht, Roman Schäberle, jetzt setz an, geh vorbei, wenn es sein muss an Siwocki oder lass dich von Siwocki jetzt hier hereinziehen und unglaublich diese Kraftreserven des Roman Schäberle, dieser Modellathlet aus der Tschechischen Republik mit seinen 26 Jahren, gerade am Beginn einer ganz großen Karriere, überläuft jetzt den Ungarn Attila Siwocki und die letzte Länge jetzt noch knapp 80 Meter für ihn. Er braucht eine Zeit von 4:25:93. Komm, es kann sich ausgehen. Wir leben einen Weltrekord, meine Damen und Herren. Komm, 2021, jawohl! Weltrekord im Zehnkampf. Über 9000 Punkte und wir waren alle live dabei und wir haben so etwas in Österreich in dieser Form noch nie erlebt. Es ist der dritte Weltrekord, der hier in Götzis aufgestellt wurde. Zweimal von Daley Thompson, 80 und 82. Und heute in eindrucksvoller Art und Weise mit noch 2 Sekunden Zeitreserve von diesem Mann, Roman Schäberle, der sich voll verausgabt hat. Was für eine Sternstunde für die internationale Leichtathletik. Aber wir können stolz sein in Österreich darauf, dass wir hier mit diesem Meeting in Götzis diesen Weltrekord erleben durften. Und eine Gratulation auch den Veranstaltern zu dieser Leistung. Sensationell, meine Damen und Herren. 90:26, das ist die neue Weltrekordmarke im Zehnkampf. 90:26, vor ein paar Jahren unvorstellbar, dass die 9000 Punkte erreicht werden können. Aber dieser Athlet hat es möglich gemacht. Die Leistungen der übrigen waren großartig, aber sie verblassen im Vergleich zu ihm. 9:26 also für Roman Schäberle. Auf den Plätzen 2 und 3 Erkin Ohl und Thomas Dvorak. 10 über 8000 Punkte und großartiger Sechster Ambrosch mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 8.122 Punkten. 13. wird Teppich, 15. Schnallinger, 16. Thomas Walser und 17. Markus Walser. Beide mit persönlichen Bestleistungen.
Schnallinger und Markus Walser auch mit dem Limit für die unter 23 Europameisterschaften. Und Konrad Lerch ist einer der ersten Gratulanten, der unermüdliche Organisator dieses Super-Meetings aus Götz ist. Was für ein Tag für die internationale Leichtathletik. Roman Schäberle, der neue Stern am Zehnkämpferhimmel. Die 9026, die wird man in Götzis nie vergessen. Manche haben schon scherzhaft gesagt, 9026, das sollte die neue Postleitzahl für diesen Ort werden, der Sportgeschichte erlebt hat, der das beste und feinste Mehrkampfmeeting der Welt veranstaltet. Und das ist das Endergebnis. Roman Schäberle vor Erkin Ohl und Thomas Dvorak und Klaus Ambrosch mit dem besten österreichischen Resultat seit 7 Jahren wird ausgezeichneter Sechster. Und die Punkte der übrigen Österreicher habe ich Ihnen schon gesagt. Sie haben sich alle gut geschlagen. Ein langer und ein vor allem historischer Zehnkampf ist zu Ende. Bei mir ist Thomas Debich. Thomas, Teilnehmer in diesem historischen Zehnkampf mit der unglaublichen Rekordmarke von mehr als 9000 Punkten. Wie haben Sie es erlebt? Na, leider kann man diesmal wirklich nur Teilnehmer sagen, weil ich den zweiten Tag einfach vergeigt habe, obwohl ich gut in Form war. Und jetzt hoffe ich eben in ein paar Wochen beim Europacup, dass ich doch das Limit für Edmonton noch schaffe. Das sind die schlussendlich schnellen, erfolgreichen Füße von Klaus Ambrosch. Auch er hat seine persönliche Bestleistung verbessert. Ganz, ganz knapp allerdings. Sie haben es noch spannend gemacht zum Schluss. Ja, für die Bestleistung, das ist sie halt knapp noch ausgegangen. Das primäre Ziel war ja das Limit von 8070 Punkten. Und da war ich klar drüber. Das heißt, der Wettkampf ist im Großen und Ganzen wunschgemäß verlaufen. Oder gibt es ein, zwei Sachen, wo Sie sagen, naja, da wäre sicherlich noch was drinnen gewesen. Ich hätte es drauf gehabt. Oder ist es am Ende egal? Sind Sie zufrieden? Ja, in Summe wären sicher noch ein paar Punkte drinnen gewesen in den einzelnen Disziplinen. Also in 9 Disziplinen bin ich knapp an meine Bestleistung herangekommen oder habe sie übertroffen. Im Diskuswurf bin ich ein bisschen unter meine Erwartungen geblieben. Sie waren am Ende im gleichen sporthistorischen 1500-Meter-Lauf wie Roman Schäberle. Wie haben Sie das sozusagen aus ein bisschen einer Entfernung miterlebt? Ja, ich habe es als nächste Nähe gesehen. Ich war ungefähr, ich glaube, 10 Sekunden hinten oder ein bisschen mehr. Oh, das ist eine großartige Leistung als Erster, die 9000 Punkte dazu erreichen. Und er ist ein Spitzenathlet, ausgeglichen in allen Disziplinen. Wie ordnen Sie diesen Erfolg ein? Auch im Vergleich eventuell zu einem Olympiasieg. Sie müssen, glaube ich, gar nicht mehr Olympiasieger jetzt werden mit 9000 Punkten. Es ist, wie gesagt, ein historisches Ergebnis. Já se trochu bojím, že i kdyby, jako doufám, že přijdou i úspěchy větší, ale samozřejmě tohle už bude na dosmrti největší. Er sagt, es werden sicher noch viele Erfolge kommen, aber das war bis zum Tod wahrscheinlich sein. Letzte Frage noch, die Stimmung hier in Götzis, die Atmosphäre hier in Götzis, hat das auch einen Beitrag geleistet, Anteil gehabt an dieser unglaublichen Leistung? Es liegt der Atmosphäre da in Götzis. Jednoznačně, bez té atmosféry by se to rozhodně udělat nedalo. Diváci byli naprosto senzační, perfektní a jim za to hrozně děkuju. Also, ich möchte dem Publikum danken, es war sensationell, es war perfekt. Konrad Lerch, das Meeting ist zu Ende, das Wochenende ist vorbei, die Menschen feiern. Ist heute einer ihrer sportlichen Träume in Erfüllung gegangen? Ja, das kann man ohne Übertreibung sagen. Wir sind alle sehr glücklich im Organisationskomitee. Es ist ein fantastischer Weltrekord, es waren aber auch großartige Wettkämpfe insgesamt. Der Zehnkampf hatte sehr, sehr viel Spannung, denn am zweiten Tag, glaube ich, hat niemand mehr daran geglaubt, dass Roman Schäberle es doch noch schaffen wird. Und ich kann nur sagen, ich ziehe den Hut vor diesem großartigen Athleten. Und wir selber sind natürlich stolz, dass so ein Weltrekord hier bei uns, bei unserem Hypo-Meeting passiert ist. Und ich glaube, darauf kann auch Österreich stolz sein. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, was sich hier in den letzten beiden Tagen abgespielt hat und wovon wir für Sie berichten dürfen. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn die besten Leichtathleten der Welt, die besten Zehnkämpfer der Welt hier in Götzis im Vorarlberg an den Start gehen. Das war's für heuer. Bis zum nächsten Mal. Servus aus Götzis.